Meine Herzen, ich habe heute ein Date. Und ich sage immer Date, weil ich hatte ja schon in den vergangenen Wochen Dates. Das waren allerdings wirklich reine Sex-Dates. Und ich habe euch versprochen, es gibt dazu nochmal ein Video, wo ich so darüber spreche, wie ich überhaupt Männer kennenlerne, wie das für mich abläuft. Ich werde so ein paar Anekdoten auch mit erzählen. Und heute ist aber wirklich so ein Date-Date. So ein Date, wo man schon vorher geklärt hat, dass man was Festes sucht, irgendwann mal in der Zukunft, nicht jetzt bald demnächst. Und das Ganze heute nicht zwingend mit Sex enden muss. Ne? Bei Sex-Dates triffst du dich, um Sex zu haben. Manchmal machst du vorher noch was, manchmal nicht. Genau, und ich bin mega, mega aufgeregt und habe das aber so ein bisschen zelebriert. Mich ganz, ganz doll darauf vorbereitet, also auch das ganz bewusst gemacht und mir Zeit mal wieder für mich genommen und mich gepflegt und ne, das ganz in Ruhe gemacht, ganz doll geplant, Yoga vorgemacht, meditiert vorher, mal wieder ganz viel Zeit mir genommen, um mir das Make-up zu machen, um Klamotten rauszusuchen, um mich einfach darauf vorzubereiten. Ich habe da so ein Ritual draus gemacht und es hat mir sehr, 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 sehr viel Spaß gemacht. Und ich bin jetzt echt aufgeregt. Also wir verstehen uns sehr gut vom Schreiben her, aber das ist halt nicht alles. Ne? Und jetzt kommt es halt darauf an, ob wir uns auch auf dieser physischen Ebene anziehen finden. Dass wir nicht nur die Fotos des anderen attraktiv finden, sondern jetzt halt vor allen Dingen das Gesamtbild, wo ich sagen muss, ich habe meiner Meinung nach viel Selbstvertrauen, aber jetzt ist auch bei mir so ein Ding, ne? Jetzt sieht er dich einmal im Ganzen, wo ich echt so ein bisschen mit mir zu kämpfen habe, aber es geht. Ich habe ein selbstbewusstes Auftreten. Ich weiß, dass ich gut aussehe. Ich habe ein Outfit an, was mir sehr, sehr gut gefällt. Und vor allen Dingen halt auch, ob ich ihn denn so in seiner Komplettheit attraktiv finde und ob man gemeinsame Gesprächsthemen findet und. Genau, aber ich werde jetzt gar nicht viel weiter labern, weil ich bin schon wieder spät dran. Ich habe, ich glaube, anderthalb Stunden, bevor wir uns treffen wollten, habe ich angefangen, mich fertig zu machen und bin schon wieder spät dran. Deswegen kann ich jetzt nicht so viel quatschen. Ich werde den nächsten Tag die Kamera dann in die Hand nehmen und euch erzählen, was wir gemacht haben, wie es wirklich so war, ob ich ihn jetzt so gut fand, wie ich hoffe. Also, ne, ob sich der erste Eindruck so jetzt dann bestätigt hat und mal sehen. Daran lasse ich euch auf jeden Fall teilhaben. Auf jeden Fall mache ich mir jetzt eine schöne Zeit, werde einen wunderschönen Tag verleben. Und dann gucken wir einfach mal. Ich nehme jetzt das jetzt mit. Das, die Zukunft ist erstmal jetzt gar nicht so wichtig. Aber ich werde euch morgen auf jeden Fall nochmal davon erzählen. Da werde ich dann allerdings nicht mehr so krass geschminkt sein. Aber wir sehen uns dann auf jeden Fall später nochmal. Jetzt muss ich mich erstmal... Also jetzt so die letzten Minuten, bevor man sich dann trifft, sind am schwierigsten. Die sind am aufregendsten. Tief durchatmen, ein bisschen runterkommen und mich einfach freuen und die Zeit genießen. Und bis dann. Ich zeige euch gleich mal mein Outfit. Und zwar habe ich mich für was relativ Safes entschieden, was recht Unauffälliges, aber etwas, in dem ich mich wirklich zu 100% wohl und vor allen Dingen sicher fühle. Und wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass man ja eventuell in der Zukunft noch ein paar weitere Dates haben möchte, kann man ja dann die etwas gewagteren, aufregenderen, spezielleren Outfits anziehen. Und ich habe echt was gewählt, wie gesagt, daran fühle ich mich wohl und ich fühle mich sicher. Und das ist fürs erste Date für mich sehr, sehr wichtig. Und zwar seht ihr hier erstmal viel Schwarz. Wir fangen mal unten an mit diesen Schuhen hier. Von da ich mir dann einfach eine schwarze blickdichte Leggings und so einen schwarzen Shirtrock. Der ist jetzt von H&M. So ganz, 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 ganz doll. Ein Anliegen, der den Po schön macht. Darüber habe ich ein Top von Yours Clothing. Ganz normales Spaghetti-Trägertop, was aber schön weit fällt, ja. Und hier aber so einen schönen Spitzenausschnitt hat. Und darüber meine heißgeliebte Jacke, weil ein bisschen Farbe und auffällig sein muss dann doch irgendwie sein, sonst wäre es nicht ich. Deswegen meine geliebte gelbe Jacke da noch drüber. Und so sieht es dann fertig aus. Ich denke, das kann man so tragen. So, guten Morgen, ihr Lieben. Ich habe ja versprochen, dass ich mich nochmal melde und so ein bisschen kurz erzähle, wie es so war. Es war sehr, 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 sehr schön. Also wir haben 7 Stunden miteinander verbracht und die ging so vorbei. Wir haben die ganze Zeit uns unterhalten. Ne, man lote dann halt auch so aus, okay, was sind die Werte des anderen, was sind die Ziele des anderen. Dann kommen ja immer wieder so solche Momente wie, weißt du, ich wollte immer mal Urlaub in so einer einsamen Hütte im Wald machen. Ich auch. Also so, ne? Also es war wirklich sehr, 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 sehr schön.
Was ich euch aber unbedingt noch mit auf den Weg geben möchte oder mit euch drüber sprechen möchte, ist dieses, was ich halt auch gelernt habe, nämlich jetzt im Moment leben. Ich habe mich schon wieder dabei erwischt, wie ich so darüber nachdachte, okay, über die Zukunft einfach nachgedacht habe. Wie könnte, was wäre, bla 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 bla. Nee, ich genieße jetzt in dem Moment, heute jetzt hier diese Gefühle, die ich jetzt gerade habe. Ich genieße, dass ich mich gut fühle. Ich genieße die Erinnerung einfach an gestern und versuche halt nicht, alles zu analysieren, über die Zukunft nachzudenken, über wann treffen wir uns eventuell das nächste Mal, wie wird das dann werden, bla 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 bla. Über sowas mache ich mir, versuche ich mir, es ist nicht so einfach, versuche ich mir nicht so viele Gedanken zu machen, sondern einfach die Gefühle, die ich jetzt habe, aufzubewahren, zu konservieren, die mitzunehmen, solange es einfach geht und das halt einfach zu genießen. Genau. Und ich habe auch sehr, sehr schön geträumt letzte Nacht. Genau, ich versuche einfach dieses Gefühl des Glücklichseins mitzunehmen und mir nicht so viele Gedanken darüber zu machen, ob, wie, was und überhaupt, weil das ist jetzt in dem Moment einfach überhaupt nicht wichtig. Und ich möchte mich ja sowieso nicht Hals über Kopf einfach in die nächste Beziehung stürzen, um Gottes Willen, ich will ja diese Kennenlernphase schon allein wegen der Kinder schon sehr, sehr lang natürlich ziehen. Wir haben allerdings auf jeden Fall gemeinsame Pläne, was wir demnächst zusammen gerne machen wollen. Und haben auch so festgestellt, so diese Sachen, ich gehe öfter mal dort und dorthin. Echt? Ich gehe auch öfter dahin. Na, dann können wir ja mal zusammen dahin gehen. Nee, es war wirklich, es war sehr, 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 sehr schön. Und alle meine Bedenken waren unberechtigt. Also ich hatte erst Angst, okay, ne, beim Schreiben kann man sich sehr sympathisch finden und man kann die Fotos bis hier auch ganz nett finden und der Rest ist halt scheiße. Und ich hatte da so Bedenken, ne, es hätte in zwei Richtungen gehen können. Entweder ich finde ihn halt komplett scheiße oder er findet mich halt komplett scheiße. Nach den ersten Minuten konnte ich sagen, okay, Problem Nummer 1 aus der Welt geräumt, du findest ihn nicht komplett scheiße, du findest ihn ziemlich gut. Und ich glaube, so dieser Faktor 2, er findet dich komplett scheiße, ist auch aus der Welt geräumt. Weil seine Worte waren, er fand es unkompliziert, entspannt und sehr schön. Gut. Kann man jetzt reininterpretieren, was man will, wollen wir ja aber nicht. Ne? Wir wollen das jetzt einfach genießen und gucken, was da jetzt noch so kommt. Also das H&M war diesmal keine Glanzleistung. Ich habe wirklich ungelogen 2 Wochen auf diese Bestellung gewartet. Das ist mir noch nie passiert. Furchtbar, furchtbar, furchtbar. Vor allem, weil Dinge drin waren, die ich wirklich dringend gebraucht habe. Zeige ich euch jetzt gleich. Ich brauchte, das war eigentlich das wichtigste, Cappies für Svea. Ich hatte nur ein Cappy noch übrig von Vince. Und das ist irgendwie abhandengekommen. Ich weiß nicht, ob das beim Papa liegt oder bei irgendeiner Oma liegt. Jedenfalls habe ich das nicht mehr zu Hause gehabt. Und Svea setzt aber partout keine Sommermützen, Sommerhüte, irgendwas auf. Es müssen Cappies sein. Und die von Vince, die sie halt jetzt immer aufgesetzt hat, sind halt einfach mal viel zu groß. Und deswegen brauchte ich was Neues und habe da im Sale, waren die beide, hier mit Minnie Maus. Svea steht extrem, leider nicht auf Minnie Maus, sondern auf Mickey Maus, extrem, extrem zurzeit. Wir haben da so ein Buch. Das muss ich jeden Abend vorlesen. Das wird sogar zum Schlafen mit ins Bett genommen. Und ich lese das so gefühlt 20 Mal jeden Abend. Und das Süße ist aber, das hat hier hinten noch so eine Schleife. Genau, das habe ich genommen. Und das hier, das fand ich noch ganz cool. We are the future. Das gab es auch in mehreren Farben. Dann brauchte ich neue Schuhe für Vince. Also für den kaufe ich wirklich für den Kindergarten meistens nur noch bei H&M Schuhe oder so bei Deichmann. Weil die sehen nach 2 Wochen so zerrammelt aus und sind überall kaputt, das sind mir dann teure Schuhe einfach nicht wert. Und die aktuellen, die sehen wirklich, die fallen langsam aus allen Nähten. Das ist jetzt Größe 29. Habe beides mit Absicht was genommen. Also der hat nie eigentlich irgendwas mit zum Binden, wo halt einfach reinkommt. Und da wird halt ein Paar für den Kindergarten sein und eins für zu Hause. Ich nehme an, das, was quasi nicht jeden Tag in den Kindergarten angezogen wird, damit er mal ein Paar hat, was einigermaßen ordentlich aussieht. Und dann, oh Wunder, habe ich sogar ein Teil für mich bestellt. Achtung, man staune, ein Rock. Das ist so ein ganz normaler Jersey-Rock, die es immer bei H&M gibt. Und die trage ich aktuell fast ausschließlich und ich brauchte einfach noch einen zweiten dazu. Früher gab es die mal in richtig vielen geilen Farben. Da hatte ich nämlich auch mal einen in so einem schönen Senfgelb. Der ist mir leider kaputt gegangen, weil ich, Achtung, an meiner Heizung im Badezimmer hängen geblieben bin und mir da ein riesen Loch reingerissen habe.
Und deswegen habe ich echt nur noch zwei schwarze von H&M, weil es die nicht mehr in farbig gibt. Wenn ihr wisst, dass es die irgendwo anders, diese stinknormalen Jersey-Röcke, wo nichts weiter dran ist, dass es die irgendwo in farbig gibt, sagt mir bitte Bescheid. Ich hätte gern wieder einen in Senfgelb, in Rot wäre zum Beispiel auch geil oder Blau oder so. Genau, das war das Einzige, was ich mir bestellt habe. Und das ist jetzt endlich da. Das war ja nun auch echt nicht viel H&M. Und dafür braucht ihr 2 Wochen. Das ging mal gar nicht diesmal. Ich habe gerade noch mal 4 Stunden gearbeitet. So lange wollte ich eigentlich gar nicht machen. Und habe mir jetzt hier so ein Chia-Brötchen gemacht mit Frischkäse und Lachs. Da freue ich mich jetzt sehr. Und mache jetzt erstmal eine mehrstündige Pause. So, ich habe jetzt noch einen ganz entspannten Nachmittag verbracht bei meiner Oma. War mit dem Hund spazieren, habe Erdbeerkuchen gegessen. Habe dann noch ein bisschen was hier zu Hause gearbeitet. Und jetzt werde ich hier frisch geduscht auf meiner Couch einsacken. Und noch ein bisschen Arrow schauen. Und ja, ich bin super glücklich, super happy. Ich genieße das Gefühl in vollen Zügen und freue mich auf das, was noch kommen wird. Ich wünsche euch einen wundervollen Tag, einen wundervollen Abend, wann auch immer ihr dieses Video schaut. Und bis ganz bald, ihr Lieben. Ihr Lieben, ich möchte die Möglichkeit nochmal nutzen, euch Danke zu sagen. In letzter Zeit haben mich wieder so viele tolle Nachrichten von euch erreicht. Ihr erzählt mir eure ganz persönlichen Geschichten, die mich manchmal wirklich zu Tränen rühren. Und andererseits sprechen mir so viele von euch ihren Dank aus und ihre Bewunderung und ihre Anerkennung. Ich habe so oft in letzter Zeit gelesen, du bist so eine starke Frau, ich bewundere dich so dafür, aber ich könnte das nicht. Und deswegen möchte ich euch heute nochmal dazu aufrufen, weil ich habe mir überlegt, ich möchte gerade für diese Frauen, für diese Mamas möchte ich irgendwie was machen, weil das kann jeder. Jeder kann aus so einer schlimmen Situation was Positives machen und kann so ein glücklicher, freier Mensch werden, wie ich es jetzt geworden bin. Und deswegen möchte ich euch bitten, wenn ihr sagt, ich möchte gern auch so leben können wie du, die Dinge auch so sehen können wie du, aber ich kann nicht, aber ich bin nicht so, aber ich schaffe das nicht. Dann schreib mir bitte, erzähl mir deine Geschichte, wenn du magst, erzähl mir, was dich zurückhält, warum du denkst, dass du das nicht kannst, welche Lebensumstände dafür eventuell sorgen können, weil dann kann ich eine Videoreihe dazu machen, A, wie ich es geschafft habe, was mir im Alltag hilft mit so kleinen Hacks, aber auch zu schauen, okay, das sind die Blockaden, die du hast, so und so könnten wir die vielleicht ausräumen, dass halt auch du die Möglichkeit hast, genau dahin zu kommen, wo ich gerade bin und so ein tolles Leben führen zu können. Und da möchte ich euch gerne weiterhelfen. Deswegen schreibt mir da sehr, sehr gerne. Schreibt mir hier auf YouTube eine Nachricht, eine E-Mail. Ihr könnt mir auf Instagram, auf Facebook schreiben. Das ist ja alles immer unten in der Infobox verlinkt. Wenn ihr noch mehr so von meinem Tag auch sehen wollt, na klar, dann folgt mir auch super gerne auf Instagram. Da zeige ich eigentlich jeden Tag irgendwas in den Stories von mir. Oder kommt in meine Facebook-Mama-Gruppe. Da tauschen wir uns auch super gerne mal aus. Wenn es uns halt auch mal nicht so gut geht oder wir ein Problem haben, dann helfen wir uns da gegenseitig. Wir bauen uns da gegenseitig auf. Das finde ich auch immer super, 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 super schön. Und vergesst bitte nicht, diesen Kanal hier zu abonnieren, mir einen Daumen nach oben dazulassen und immer schön zu kommunizieren. Das heißt, Kommentare dazulassen, damit ich mit euch in Interaktion treten kann. Das ist nämlich so, 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 so schön in letzter Zeit. Das gibt mir so viel, das gibt mir auch so viel Kraft, weil ich weiß, ihr seid da und ich weiß, ich mache es genau richtig, weil ihr mir sagt, dass es ja offensichtlich ankommt und dass man es spürt. Und das freut mich so sehr. Ihr habt mir in letzter Zeit geschrieben, dass meine Videos immer besser werden, dass ihr förmlich merken könnt, wie gut es mir geht. Und das freut mich, dass ich das so transportieren kann. Und wir sehen uns die Woche auf jeden Fall nochmal in einem Video. Ich habe ein ganz tolles Themenvideo für euch geplant. Und dann werde ich nächstes Wochenende wieder vloggen. Wir haben ganz viele tolle Sachen fürs Wochenende geplant. Und da werde ich aber einige Zeit quasi haben auf der Fahrt dahin. Und da werde ich dann auf jeden Fall eure Nachrichten durchsehen, die eingegangen sind, zu denen ich euch gerade aufgerufen habe, und mir da was Schönes für euch überlegen. Ich wünsche euch jetzt eine wundervolle Woche und bis ganz bald. Tschüss und danke, 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 danke für alles, für eure Unterstützung, für eure Liebe.